Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Wir sind weiter in Schloss Goldfurt und erkunden und töten alles. Ist ja sowieso alles schon mal gestorbene. Oh, da habe ich was genommen, was zu schwer war. Okay, da müssten wir mal Gewicht. Da habe ich mal die Sachen weg, die auch am wenigsten wert sind. So, haben wir wieder 50, das sollte reichen. Um Mehl mitzunehmen, genau. Ich kann auch die Weinflaschen mitnehmen, aber ich habe da keine Lust, auf jeder Flasche drauf zu gucken, ob da Wein drin ist oder ob das eine leere ist. Da geht's jetzt hoch. Und dann ist da, genau, da ist das Gitter. Nur einen Schlüssel habe ich jetzt nicht gefunden. Da ist er doch. Goldfurt, Burgfried, Schlüssel, Stab des Frostbiss, Lehrlingsbuch, Schleichen. Fernkampf. Fernkampf brauche ich ja nicht mehr. Zumindest keine Lehrlingsbücher mehr. Ah ja. Ups. Da haben wir eine Karte. Vryn Aratheal Enderal. Wir sind da oben. Na gut. Und damit kriegen wir das Tor auf. Können wir jetzt nach oben latschen. Nochmal einen Happen essen. Verdorbener Käse. Ups. So, daraus. Da gab es, glaube ich, drei Türen, die rausgeführt haben. Schön. Bücher. Der Aufbruch. Oh.
Das leuchtet, das ist immer wohl. Leeres Papier. Ist ja wohl doch nur Zufall, dass es geleuchtet hat. Der Schlächter von Arak, Buch 3, erste Schritte. Schlechter von Arc, Folge im Fassen wir schon. Der Aufbruch. Da drüber auch noch. Okay. Eine ganze Menge Bücher. Werde ich gleich durchklicken. Weil wir hier einmal den Nachtrundgang gemacht haben. Zu viele Bücher, ich kann mich nicht mehr bewegen. Kleiderschrank. Ja, dann die sind aber auch ganz gut was wert, die Sachen. Nee. Hier, Waffen. Gewicht. Ja, werfen wir die weg. Oh. Hallo. Oh. Ist natürlich vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, hier mit so einem, mit Feuerpfeilen in der Bibliothek rumzuschießen, wenn man die Bücher noch lesen will. Leeres Pergament. Tintenfass ist teuer. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Yummy. Die Sternensommernacht. Da ist schon eine ganze Menge Bücher gedöns. Und wieder voll.
Eisenschwerter. Eisenclaymore. Bauplan. Stahlstreitkolben. Den anderen Kram kann man nicht mitnehmen. Okay, wo sind wir reingekommen? Hier unten. Sehr seltsamer Burgfried, aber okay. Ja, da kommt man als zur anderen Seite zurück. Bevor wir da runter gehen, gucken wir uns das hier noch an. Das klingt schon wieder nach Skelett. Ja. Und da ist irgendwer Besonderes. Ich glaube, die haben einen Hundi getötet. Dora Dal Goldfurt. Goldfurt. Nee. Nee. Lederstiefel, Gewand des rätselhaften Nomaden. Psonik kostet 3% weniger Mana. Silbermondstein-Diadem. Ja, Feinlederstiefel. Ja. Muss ja wieder irgendwas wegwerfen. Stahlschuhe. Die sind aber schon auch was wert. Stahlschwert. Handmeißel. Nägel. Also Bücher.
Leere Weinflasche. Okay. Alle. Alle. Alle und alle. So. Bams. So, ein Skelett gab's da noch. Irgendwas essen. Schleichen können wir noch lernen. Hatte ich, glaube ich. Ja, hatte ich noch nicht. Ihr seid in dieser Fähigkeit gerade zu gut geschult, um Nutzen aus dem Lehrbuch zu ziehen. Dann essen wir halt. Oh, Eispranke. Ein Stück Kohl. Naja, das ist ja nichts. Käsestück. Chroniken von Goldfurt. Dies sind die letzten Zeilen, die ich vorerst in unserer Chronik festhalten möchte, um ein wenig Klarheit in das Dunkel zu bringen, welches uns seit geraumer Zeit immer fester in seinen düsteren, nebligen Klauen hält. Mein Beschluss steht nun fest, wir verlassen Goldfurt. Wir, die Bewohner dieses Schlosses, verstehen uns auf heilende Kräuter und lebensspendende Magie, aber das Heft eines Schwertes hat wohl kaum einer von uns jemals in seinen Händen gehalten, weshalb ein Kampf unmöglich wäre. Auch ist es zu spät, nach Hilfe zu rufen, denn ich bin nicht bereit, mehr weitere Wochen auf einem Boten aus Ark zu wagen und dabei noch mehr Männer und Frauen zu verlieren. Das Unheil haben wir uns am Ende vielleicht sogar selbst zuzuschreiben, auch wenn ich bisher nur Vermutungen anstellen kann. Denn diese absonderliche Krankheit, die durch das Gemäuer streift, hat bisher noch nicht ihr Gesicht gezeigt oder einen von uns lange genug bei Verstand bleiben gelassen, um unsere Magie zum Schutz wirken zu lassen. Die Krankheit ist unkontrollierbar und breitet sich in einer so raschen Geschwindigkeit wie ein Lauffeuer aus, sodass wir kaum hinterherkommen, alle Betroffenen zu Grabe zu tragen. Es besteht ein zu hohes Risiko. Wir werden heute unser letztes Mal in diesen Hallen einnehmen und dann ohne zu zögern verschwinden. Arkaner Verzauberer. So, da könnte man jetzt theoretisch mal entzaubern. Sachen zerlegen. Bronzeanhänger der Konstitution. Kappe des Elementaristen. Des Fährtenlesers. Wird aber nicht angezeigt, ob man die gerade benutzt oder nicht. Gegenstand, Verzauberung, Seelenstein. Ach, da muss man alles drei aussuchen. Und dann wird die Verzauberung da drauf gemacht. Okay. Ja, macht natürlich erstmal soweit keinen Sinn. Na doch, ich könnte eigentlich meine Claymore zerlegen. Ach ja, es geht nicht. Oder habe ich glaube ich weggelegt, die zu schwer war.
ist. Wie aus dem Gesicht geschnitten. So, da war nix. Ah, kalter Blick des Rattenfängers. Set-Gegenstand. Ich hab fast übersehen. Da werfe ich aber jetzt auch nochmal einen Blick drauf. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 5 Punkte. Einhandangriffe verursachen 3% mehr Schaden, festigt eure Lebensenergie um 8. Nicht schlecht, wenn man es brauchen könnte. Aha, eine sehr interessante Lampe. Schmuckschatulle, leer. Ambrosia, Silberbarren. Und noch ein Bücherschrank. Da komme ich her. Da haben wir noch mehr Bücherschränke. Bücherregal. Schlafen. Öffnen, Schloss Goldfurt. Aha. Dann setzen wir uns erstmal hin. Wobei, nee, da drunten nach unten ging es ja auch noch. Bevor ich da hingehe. Moment, da hatte ich doch irgendwas. Ach, Pfeil. Na toll. Hier ging es ja auch noch runter. Okay, ist auch noch ein bisschen mehr. Dann durchsuchen wir das hier erstmal. Na, ist mein Inventar gleich wieder voll. Kerzen. Ja, überladen. Ja, dann müssen wir wieder Sachen wegwerfen. Die Sachen sind hier leider alle schon recht wertvoll. Topf. Naja, es war schon 4. Die sind zu wertvoll. Ja.
Dann wären die wohl dran. Ich nehme es mal mit, sonst frage ich mich immer, ob ich ihn schon untersucht, weil er nicht mehr leer steht. Falls ich da nochmal dran vorbeikomme. Hufeisen. Kochen kommt man hier nicht. Okay. Bücher. Okay. Ich könnte gleich auch ein paar Bücher wegwerfen. Wahrscheinlich könnte ich sogar alle wegwerfen, aber ich werde mal dann nur die wegwerfen, die ich doppelt habe. ...28 wert. Schloss Goldfort. Ich gehe mal dahin, aber ich glaube, dass mich das nur wieder zurückführt, wo ich sowieso schon war. Ja. Ich rechne hier mal gerade die Differenz aus der Stufenunterschiede. Also von... Ja, da ist das Spiel beim Zonenübergang zurückgecrashed. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich habe mal geguckt jetzt wegen dem, wie viel XP man braucht pro Stufe. Und es ist tatsächlich so, dass man na, schlussendlich braucht man für jede zusätzliche Stufe weniger XP. Was schon ein bisschen seltsam ist. Also man braucht zwar mehr als vorher. Oh, habe ich eins wohl übersehen. Man braucht zwar mehr als vorher, aber es wird mit der Zeit immer weniger mehr, so gesehen. Kleines Essigfass. Also beispielsweise braucht man am Anfang 849, dann 1190, 1483, 1771, 1996, 2227, 2446. Es wird also jedes Mal mit jeder Stufe mehr, was man an Erfahrung braucht. Aber die Differenz von Stufe zu Stufe, was man mehr braucht, das wird weniger. Falls das jetzt so Sinn ergeben hat. Ja, dann müssen wir jetzt mal... Wieder hoch.
Und hier unter das Bett klettern. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ah, okay, und da ist jetzt der Keller wieder. Nur was habe ich jetzt schlussendlich dadurch gewonnen? Ich meine, ich habe hier so einen Oberhoshi tot gemacht. Der hatte aber eigentlich nicht wirklich was dabei. Naja, so ein Schüssel halt, aber hier. In seinem Schlafgemach ist hier jetzt eigentlich nichts. Gut, ich habe haufenweise Bücher bekommen. Oh. Vielleicht war das das eigentliche Ziel. Bücher akquirieren. Aber ich hätte mir hier schon ein bisschen irgendwie was noch anders vorgestellt. Gut, wir haben natürlich auch noch wahrscheinlich den Typen mit der Kralle. Wenn das tatsächlich hier sein sollte. Damit wären wir hier wohl fertig. Oder ich habe irgendwas übersehen. Aber es gibt ja jetzt auch keine losen Enden mehr da drin. Disziplinenhüter verbessert euren Umgang mit schweren Rüstungen und Schilden und lehrt euch nützliche defensive Fähigkeiten. Mit einem Schild oder einer Waffe zuzudreschen, bringt euren Gegner ins Taumeln. Im richtigen Moment eingesetzt, könnt ihr damit Angriffe eurer Gegner unterbrechen. Ja, wieder gecrashed beim Zonen nach draußen. Da schließt sich das Spiel einfach komplett. Wieso auch immer. Nächster Versuch. Behaltet beim Treffen von Entscheidungen stets im Hinterkopf, dass euch euer Gegenüber meist nur seine Version der Wahrheit erzählt. Oder lügt. Oh nein. Elementarkreaturen entstehen an Orten mit großer Magie, sind sowohl aggressiv als auch höchst gefährlich. So. Ja. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier diese Klaue mit der Klaue was machen kann.
Dann bleibt uns nur noch der Weg zurück in die Stadt. Und dann kann ich da mal das große Reine machen. Das ist vielleicht ein bisschen hoch zum Springen. Dann kann ich mal die Truhe ausräumen und da mal haufenweise Zeug verkaufen. Und dann auch mal Bücher holen zum Skill ausbessern. Wobei, wie viel jetzt diese Skills tatsächlich bringen durch die Bücher, keine Ahnung. Ich meine, ich komme ja auch so eigentlich ganz gut klar, ob das Skill erhöhen so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Also ich bin ja beispielsweise jetzt auch eigentlich ganz gut im Umgang von Zweihandwaffen. Ich habe zwar jetzt faktisch vom Skill keine Ahnung davon, aber es kam mir jetzt nicht so vor, als wenn ich mit der Zweihandwaffe irgendwie unterlegen wäre. Dass diese Knochen nicht ruhig liegen bleiben, ist etwas irritierend. Da haben wir noch eine Quecksilbermine oder so. Eisenerz, naja, auch gut. Auf zur Stadt. Wie viel Uhr haben wir? Na, besonders lang habe ich dann nicht. Fällt ein. Bin ich hier drin gewesen? Wahrscheinlich. Ja, damit hätten wir auch den kompletten Südwesten quasi abgehakt. Ach, was ich noch vergessen habe, ist die Bücher durchzulesen. Also, alchemistische Aufbereitung der Kristallquelle. Die Kristallquelle, auch Grabesquelle genannt, deren natürlicher Lebensraum im Korallenriffe des Pulvermeers ist, sind im bla 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 bla. Ja, schön. Sehr hilfreich. Dann das Leben des Torgarn. War das nicht auch sowas, was ich... wo es eine Quest gab? Ne, die Bände des Schlechters von Ark. Vispers Zungesband. Kirchner und die Wildmagie. Der Pfad. Der Aufbruch. Die Verlorenen. Die Ankunft. Da, Schlechter von Ark, das ist Nummer 3. Magischen Disziplinen, Mentalismus. Enzyklopädia Magica. Gedichtband. Handbuch der Träume und Visionen.
König Lüstern und die Bauernmagd Devotia. Landschaften. Nacht. Ja, Hammer. Abgesehen von diesem einen Buch war da nichts Sinnvolles bei. Ja, hier müssten wir auch noch den Norden noch entlang laufen. Moment. Da ist definitiv was. Schaufel. Vier Uhr 40. Pum. Da sind wir doch. Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Schön. Dann. Hoffentlich kommt ja? Der neue Rügen bald. Monsieur? Monsieur? Verschwindet das Licht am Ende des Tags. Die Sonne sinkt schwer in ihr. Was darf's sein? Was habt ihr anzubieten? Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Apfel. Na, von dir brauchen wir nichts. Schreitet wohl und sichere Straßen. Schreitet wohl. Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Arasial, nicht wahr? Eure Augen, sie sind, naja, anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Meine Mutter, ja, aufgewacht. Nerim. Hm. Verstehe. Aber das hatten wir aber alles denn, schon mal. Dass Arasial gespalten ist? In das zivilisierte Volk an der Küste und die Wilden in den Steppen, die immer noch ihre Naturgötter anbeten? Aber ich weiß nicht, wo meine Mutter kam. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreibt immer wohl. Gern. Alchemielabor. Ja, damit könnten wir hier diese Effekte mischen. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Messer? Ja. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Der hat auch Bauplan Langbogen. Jagdlangbogen. Aha. Die Frage ist natürlich, ob ich den dann bauen könnte. Wir laufen abgesehen. Na gut, 24 kostet der. Kaufen wir mal. Expertenbuch, Gesellenbuch. Lehrlingsbuch. Rhetorik.
Ja, rein theoretisch müsste man alle einzeln kaufen, lernen und dann, weil man dann den nächsten Jahr günstiger bekommen könnte. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ich davon brauche. Schreitet wohl. Name, Lehrlingsbuch, Rhetorik. Wir sind jetzt auf 20. Reitet wohl. Ne, 21. Also brauche ich noch 4. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Schreitet wohl. Lehrlingsbuch, Rhetorik. 2, 3, 4. Schleichen. Ach, das hatten wir schon. Ja, okay. Dann könnten wir auch direkt. Nein, sie ist nur zum Bestaunen. Weitermachen. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Gesellenbuch, Rhetorik. Bis 50. Ja, machen wir mal in 5er Schritten. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Schreitet. Da. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Gesellenbuch, Rhetorik. Schreitet. Gesellenbuch, Rhetorik. Wolf. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Gesellenbuch. Rhetorik. Und da wären die Handwerkspunkte tatsächlich schon aufgebraucht. Lernpunkte hätten wir noch. Fernkampf. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Gesellenbuch, Fernkampf. Das sind immer nur 3. Und da ist das Gold alle. Das ist nervig. Aber, ja, wir müssen natürlich jetzt auch noch Zeug verkaufen. Moment, ich guck mal, ob wir. Ja, verkaufen wir erstmal hier den. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Den Ranz. Oh. Darüber. Dolch der Verzweiflung. Jagdlangbogen. Na gut, dann. Da hätte ich mir das eine sparen können. Dann kann ich den verkaufen. Messer weg. Stahldolch. So. Feinlederstiefel. Aber wir haben diese Fußdinger. Davon haben wir 2.
reitet wohl. Wie viel Geld hast du denn noch? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Naja, er hat natürlich das ganze Geld, was ich ihm gegeben habe. Ja, ich glaube, ich muss auch hier einen Schnitt machen. Und dann werde ich beim nächsten Mal erstmal hier weiter verkaufen. Das wird beim nächsten Mal wahrscheinlich dann nicht so spannend werden. Weil dann werde ich diese Kiste auch noch ein bisschen ausräumen. Jo, also, bis zum nächsten Mal. Und dann seht ihr ja auch schon in der Beschreibung, ob ich da irgendwas von Relevanz mache. Also, bis denn.